Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter mit der wunderbar singenden fetten Dame, die mich hoffentlich reinlässt. Aber das ist doch erst im dritten Teil, diese Szene. Das kommt mir viel zu früh hier. Oh, Heiligabend, geil. Wunderschön, der Pulli. Oh. Wie Ron sich fühlen muss. Er kriegt so einen Ranzpulli und Harry kriegt so einen geilen Umhang. Wow. Oh, Argus Filch. Was hat Dumbledore da gemacht, frage ich mich. Der hat irgendeinen Beutel fallen lassen. Aber weswegen? Und wieso folgen wir ihm jetzt? An diese Stelle kann ich mich weder im Film noch im Buch erinnern, ehrlich gesagt. Hat doch wohl doch verbotene Abteilung, ja klar. Müssen wir jetzt an Filch vorbeischleichen? Ah, da oben. Ach du Scheiße. Okay, wie bei Herr der Ringe. Den Ring anzuziehen. Das war in den Lego-Spielen auch, ging da auch auf jeden Fall. So, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war man unsichtbar für die normalen Gegner, konnte aber von den Ringgeistern gesehen werden. Und wie versteckt sich Ron, wenn ich fragen darf? Ich meine, er hat jetzt nicht so einen coolen Umhang. Er könnte seinen komischen Pulli anziehen. Vielleicht laufen die Leute dann weg, weil der so nicht so geil aussieht. Jo, Bücher einsortieren. Oh, da, oh, das ist die Katze. Muss ich mich jetzt verstecken? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Da oben scheint ein Charakter zu sein. Wow. Was war das denn? Okay. Hier passieren magische Dinge in Hogwarts. Irgendwelche Geister, die durch Fenster brechen. Oh, lol. Ups, sorry. Jetzt könnte es sein, dass er kommt, wa? Ich bin mal vorsichtig. Uff. So viel zu vorsichtig sein. Was kann ich denn hier machen? Wow. Ah, was ist das denn? Das hat mich gekillt. Ich wurde von einem Buch gekillt. Was ist das denn? Ah! Alter Junge, was ist das ja übel? Das ist ja übel! Okay. Ja, hör auf, die Bücher anzuzaubern, Junge. Ja, schon wieder! Alter, what the fuck, was soll ich denn dagegen machen? Das spottet mich aus 2 Kilometer Entfernung und läuft auf mich drauf. Ich nehme an, ich brauche den Amal, kann das sein? Boah, aber da bin ich so lahm. Und komm nicht über Treppenstufen hoch. Ah doch, mit Springen. Lol. Ah! Nee, nee, fick dich, Buch. Okay, nevermind. Schnell wieder umhang. Aber was ist denn das für eine Scheiße? Okay, da hinten kann ich sowieso nichts machen, weil ich da Hermine brauche. Wird Ron jetzt gekillt von dem Buch? Ne, wenn der alleine ist, juckt den das nicht, oder was? Dann hilf mir mal. Das ist ja allgemein gefährlich hier, ey, die verbotene Abteilung. Mittlerweile verstehe ich, warum die verboten ist. Erstmal Sachen dem... Oh Gott! Vom Schrank erschlagen ist auch nicht das beste Schicksal. Seien wir ehrlich. Muss ich hier machen? Ah, Spinne. Und da brauche ich dann wieder dunkle Magie für. Ah, das ist eine Zutat, ist da drin. Kein Charakter. Okay, das heißt, wir haben die Blume und die Spinne schon mal. Alter, diese Katze geht mir echt mega auf die Nerven, ne?
Ich hab den angelegt. Ey, das ist ja wohl Witz. Diese Kackbücher. Das ist unfassbar. So, Disguised. Kannst mir gar nichts. So werde ich niemals diese wahre Zauberer-Sachen schaffen. Wenn diese Bücher mir die ganze Zeit auf die Nerven gehen und mich die ganze Zeit killen. Oh, Zehntausender. Das könnte uns helfen. Ach du Scheiße. Ah, damit bauen wir uns die Treppe. Oder, alles klar, erstmal einen soliden Depp gezogen. Gut gemacht, Statue. Du hast du drauf. 3 von 6. Okay, okay, okay. Das Buch sollte uns nochmal ein paar Steine geben. Nicht wahr? Ja. Vielleicht sollte ich mit Harry auf dem Umhang bleiben und dann mit Ron die Wingardium-Sachen machen. Kann ich hier was machen? Ich habe Angst vor dem Buch. Okay. Gedodged wie ein Profi. Ich muss aber noch den Dings hier anzaubern. So. Boah, ey, was macht diese Katze denn? Die hat überhaupt keinen Sinn. Ah, okay. Das ist ein Trampolin. Boing. Jetzt brauche ich leider hier Wingardium. Nee, da oben. Sehr gut, Harry. Du hast es verstanden. Okay. Das Buch hat irgendwie gar nichts gebracht. Was ist das hier? Eine Fackel? Okay. Ich brauche immer noch den Kessel, wo ich irgendwie... Okay. Hier ist noch eine Zutat und ganz viele Steine. Aber wo muss ich das denn reintun? Nein. Oh, okay, man kann immer wechseln, wenn die Bücher kommen. Wo ist denn aber der Kessel? Oh, hier habe ich immer noch nicht gemacht. Ah, doch, habe ich schon. Die Dominosteine. Bin ich gerade jetzt zu dumm für dieses Level? Oh, Moment mal. Da kann man jetzt einfacher hoch. Okay, das ist schon mal nett. Aber wo ist der Kessel? Oder ich habe ein Eis in der Hand, auch geil. Ah, kann das sein, dass der hier draus entsteht? Oh, das war vielleicht nicht so klug. Ja, what? Da ist der Kessel auf jeden Fall, aber... Wie wir da dran kommen? Ist jetzt so die andere Frage, wenn nicht wahr? Okay, wir haben es kurz ausgetrickst. Come on, Ron. Sehr gut. Good job. Jetzt haben wir das Eis schon mal drin. Alter. Hau ab. Ey, diese Bücher, ne? Die schlimmsten Gegner, die ich je in einem Harry Potter Spiel hatte, glaube ich. Obwohl die Imps aus dem dritten Teil auch sehr nervig sind. Seien wir ehrlich. Ja gut. Oh, ja, what the fuck, hier kommt das andere? Das Ding ist halt, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit hier mit Tarnumhang rumzulaufen, weil man da halt so lahmarschig ist. So, rein mit den Blumen. Hau ab, du blöde Katze. Da ist das schon wieder gekommen, ne? Das sind mir so... Zwei Gestalten, diese Bücher da, ey. Vor allem, dass man die nicht besiegen kann. Okay, Spinne und fertig. Was auch immer das für ein Trank ist. Ist das wieder der Trank der Stärke? Oh. Ich werde wieder zum Hobbit. Mit dem Umhang. Okay. Dumbledore benimmt sich aber ganz schön verdächtig. Hallo Filch. Du hast uns bestimmt nicht gesehen. Muss ich tatsächlich am Hausmeister vorbeischleichen? Wieso kann ich da oben... Kannst du das mal anzaubern, Harry? Nein, nicht Ron. Lass den armen Jungen in Ruhe. Der trifft das nicht. Der ist doch zu blöd für. Na gut.
Oh nö, ich habe irgendwas angezaubert. Auszusehen. Okay, hier wäre noch eine Zutat. Ne, ist keine Zutat. Ist nur ein Stück Rohr oder sowas. Okay, Ron, zeig mal, was du kannst. Ja, nee, du. Nee. Sollst du nicht. Erstmal müssen wir das Rätsel hier lösen. Okay, Rätsel ist gelöst. War nicht so schwer. Na komm, gib mir. Danke. Brauch nur noch ein paar, dann. Also wir haben schon zumindest drei Viertel bis zum wahren Zauberer. Kommt man da irgendwie noch hin, irgendwo hin? Ich glaube nicht. Okay, dann nimm das mal mit. Ach, der lässt das liegen, wenn ich den wechsle. Okay, mal schauen, wo wir damit hin müssen. Nein, doch da dran, oder nicht? Sehr gut, Ron. Ich bin lieber Harry gerade, bevor Filch kommt und mich einkassiert. Wo ist denn der Typ eigentlich hin? Hat er keinen Bock mehr? Hallo? Harry, setz das da rein. Sehr gut. Hier gibt es eine Menge Bücher an der Wand. Okay, die fliegen aber auch alle gleichzeitig raus. Und wieder rein. Nice. Ah, so nicht. So. Okay, den Schlüssel werden wir wahrscheinlich irgendwo brauchen. Miau. Ach, lass mir in Ruhe, Mrs. Norris. Oh! Oh, tschüss Harry. Feels bad, in deinem ersten Jahr von der Schule verwiesen zu werden. Na, tut mir leid für dich. Naja, diese Katze, hau ab! Ich habe ja nichts gegen Katzen, aber die ist nervig. Okay, wir haben zumindest auch alle von den Rosen gefunden. Und damit ist ein Hufflepuff-Zeichen. Ich glaube, das erste Mal, dass wir ein Hufflepuff-Zeichen finden, oder? Okay, da ist nix. Hier ist nix. Da brauchen wir wohl den Schlüssel. Dauert immer so ewig, bis dieses Netz auch Sachen gibt. Ich weiß es nicht, wo Filch hin ist, aber nachdem er einen schon einkassiert hat, sollte sein Tag ja eigentlich ganz gut sein. Oh, komm, der merkt das nicht, oder? Nee, das ist Filch. Der checkt sowas nicht. Was ist das hier eigentlich? Mann, Harry. Du sollst damit interagieren. Kann er nicht. Sehe ich das richtig? Jo. Oh. Okay, hat Ron gefunden. Kann ich mitleben. Hau ab, Katze. Oh, da ist ein ganz schön dicke Spinnen. Gut, dass ich die gekillt habe, bevor die was machen konnte. Die war bestimmt brandgefährlich. Okay, da gibt es wieder so ein Kretzeloch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum wir hier Dumbledore nachlaufen, ehrlich gesagt. Was der mit der ganzen Sache zu tun hat. Eigentlich suchen wir ja mal ein Buch über den Stein der Weisen. Aber gut. Ich verstehe nicht, was das hier für Maschinen sind. Aber okay. Ich verstehe eine Menge nicht in diesem Spiel. Aber es macht trotzdem Spaß. Ist auch cool, dass echt jeder von den Charakteren so eine eigene Special-Fähigkeit hat. Ich weiß noch nicht, was Hermine kann, aber es dürfte nicht schwer sein, für die was zu finden, was die besonders gut kann. Ich hoffe, das Level ist noch nicht gleich vorbei, weil wir noch ein bisschen Coins brauchen. Ich habe ein paar verloren am Anfang, weil die Bücher mich irgendwie gekillt haben. Okay, ist noch nicht vorbei. Sehr gut. Ach, da ist wieder der Geisterkollege. Jo, greifst du mich an? Nee, oder? Geister sind doch generell eigentlich eher freundlich hier in Harry Potter. Okay, Licht vielleicht? Ah, guck mal. Habe ich gelernt. Pflanzen mögen kein Licht. Und kein Feuer. Die Spinnen machen nichts, oder? Ja, egal. Trotzdem killen. Hier ist wieder schwarze Magie.
Okay, Slytherin gefunden, auch gut. Aber jetzt? Ja, hallo, gute Frau. Was will sie von mir? Das ist der Spiegel. Der Spiegel, ne, hier gibt. Aber... Was jetzt? Oh, ich bin so knapp an diesem Barad-Zauberer dran, ne? Aber ich werde es nicht kriegen, glaube ich. Oh. Da oben kann man es anzaubern. Ah. Okay. Wir sind so knapp vor diesem wahren Zauberer. Oh lol. Oh. Du hast uns hingeführt, Dumbledore, ja? Tu mal nicht so. Oh, wird jetzt so zeigt, was er sieht. Ah, er platziert da jetzt den Stein. Cool. Macht natürlich auch Sinn. Ja, da haben wir leider nicht alles. Und da haben wir es bestimmt 99%. Sogar noch weniger. Richtig bitter. Haben uns ein paar Mal zu oft von den Büchern killen lassen. Aber okay. 18, immerhin. Weiter geht's. Muss sagen, die Level sind echt cool. Cool designt. Auch so an die Story halt angepasst, aber nicht so komplett. Dass man nur quasi die Bücher durchspielt. Sondern auch mit eigenen Ideen. Okay, hier haben wir noch so eine Fackel gefunden. Irgendwann werde ich mich hier in diesem Schloss zurechtfinden. Irgendwann wird es soweit sein. Hier kann man noch was machen. Oder war das nur der Schüler? Nee. Okay, wow. Bücher stapeln. Hier waren wir schon mal auf jeden Fall. Ja, genau. Da ist diese... Ja, hier waren wir schon mal. Aber anscheinend haben wir noch nicht die Statue demoliert. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe genug Statuen demoliert, um... einen goldenen Stein zu kriegen. Nee, auch nicht. Ja, was habe ich denn angezaubert aus Versehen? Naja, egal. Goldenen Stein nehme ich mit. Auf jeden Fall. So, Hermine waren wir noch gar nicht die ganze Zeit. Was macht denn dieser blöde Typ hier? Jawohl, 19. Schon fast ein Zehntel. Aber auch nur fast. Hier sind ganz viele Slytherins. Die so aussehen wie Snape, ein bisschen. Bestimmt Zufall. Huch. Erstmal alles demolieren hier. Oh Gott, viel zu viele Sachen. Warum habe ich hier manche Statuen noch nicht angezaubert? Hatte ich da keinen Bock drauf, oder? War ich zu müde dafür? So, wenn die alle silber sind, passiert auch irgendwas, mit Sicherheit. Viel zu viel, was ich hier noch nicht gemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, das Schloss ist nicht so riesig groß, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Könnte auch sein, dass ich mich da täusche, aber... Ich glaube, dass man generell... Okay, bei dem passiert nichts. Dass man doch generell es schafft, das Schloss ganz gut zu erkunden. Da ist auch einer in Gefahr. Helfen wir dem doch mal. Sehr gut. Da ist er gleich wieder fröhlich. Es gibt leider nirgendwo irgendwie einen Indikator, wie viele man braucht. Oder wie viele es gibt. Lol. Ups. Sorry. Die Abgründe hier in Hogwarts, da bin ich noch nicht gewohnt. Wo müssen wir denn hin? Hoch. Oben rechts. Die haben wir schon. Die auch. Wo geht's hier hin? Ah, in diesem Innenhof hier. Ist das der Verwandlungsinnenhof? Ist das überhaupt ein Innenhof? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schon cool, dass es so das Schloss quasi gibt. Und nicht nur Level.
sondern dass man auch ein bisschen was erkunden kann. Und ein paar Steine hier noch halt sammelt, so ein paar goldene. Mit der wunderschönen Helfer Musik unterlegt. Da, 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 da. Gibt irgendwie kaum eine Filmmusik, wo man so mitsingen muss. Ah, wo die gibt's schon. Herr der Ringe Filmmusik ist auch ziemlich gut. Die Star Wars Musik ist auch ziemlich gut. Wieso können die denn alle nicht sprechen hier? Alles Retards. Die Sonderschule hier. Okay, 2 von 3. Und noch eins finden. Hier ist so ein Vorhängeschloss dran. Was ist das da oben für eine Magie in der Luft? Naja, gut. Was auch immer. Okay, den Innenhof hier habe ich, glaube ich, irgendwann mal erkundet. Ne? Obwohl, habe ich das hier gemacht? Ne, anscheinend nicht. Brauche ich denn den Stärketrank, um weiterzukommen? Nee. Jetzt gehen wir schon wieder auf die Schlossgründe? Was ist denn jetzt hier die Sache? Das ist ein bisschen komisch. Bevor man in den Leveln ist, weiß man gar nicht, wo man jetzt gerade in der Story überhaupt steht. Was könnte denn jetzt passieren? Noch ein Quidditch-Spiel oder... Oder was passiert hier? Soll ich zu Hagrid? Ich glaube, ich soll zu Hagrid. Na, guck mal, dann ist doch jetzt hier genau der richtige Zeitpunkt, um mal ein bisschen die Hütte hier zu erkunden. Da haben wir die nächste Karotte. Was bringen wir denn? Wie kann ich denn die Wichtel vertreiben? Habe ich bestimmt noch nicht gelernt, ne? Da prallen meine Sachen auch ab. Was war das für ein Ding? Will ich gar nicht wissen. Sorry. Muss ich das Ding hier wegfegen? Ist das ein Maulwurf oder ein Niffler oder was ist das? Auf jeden Fall ist er jetzt im verbotenen Wald. Sorry dafür, Kollege. Hä? Was ist das? Was mache ich denn damit? Ich habe einen roten Kasten gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse den hier erstmal liegen. Da findet sich schon was, was man damit machen kann. Immerhin hält es sich an die anderen Spiele. Hagrids Kürbisfeld zerstören. Geht immer. Das muss drin sein. So, wir müssen den Run wieder spielen. Aber lang nicht. Der hier die Kirschen findet. Ist auch gut. Wow, was habe ich denn gezaubert? Auf den armen Schüler dahin. Nimm die auf, Ron. Danke. Oh. Ah, hier ist erst das Kürbisfeld. Zumindest ist da die Vogelscheuche. Warum stellt er seine Vogelscheuche nicht auf sein Feld? Das ist irgendwie ein bisschen dumm, Hagrid. Aber gut, der alte Halbriese. Da kann man nicht so viel erwarten. Ah, da hinten steht er ja sogar. Wir haben bestimmt nicht gelästert, Hagrid. Alles gut. Nein, jetzt geht er da rein. Der hat uns gehört. Nee, er steht vor der Tür. Wir müssen anscheinend wirklich zu ihm. Was mache ich jetzt mit den Kirschen hier? Wow. Hä? Was bringt mir das? Erstmal noch hier die letzte Karotte ziehen. Für einen Charakter. Ist das Percy? Percy oder Bill oder so? Mal schauen. Percy. Perfekt. Gleich an der komischen Frisur-Tolle da erkannt. Die er eigentlich gar nicht hat. Gut, dass ich weiß, dass das eine Regenwolke darstellen soll, wegen vorher. Sonst hätte ich mich echt gefragt, was das für ein Ding ist. Für einen Haufen. Okay. Ich bringe dir eine Kirsche als Geschenk, Hagrid. Ich hoffe, du freust dich. Und ich mache hier den Part zu Ende. Bis denn.